Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich starte heute eine neue Videoserie und ich hoffe natürlich, dass sie dir genauso gefällt wie mir auch. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Namen dafür und ich hoffe, du kannst mir vielleicht ein bisschen dabei helfen und einfach mal unten ein paar Namensvorschläge in die Kommentare posten. Es geht darum, dass ich gemachte Bilder von mir dir zeigen möchte und so ein bisschen die Story dahinter erklären möchte. Wie bin ich zu diesem Bild gekommen? Wie bin ich zu der Komposition gekommen? Was habe ich benutzt? Und was habe ich im Endeffekt dann dafür gemacht, um auch das Bild dann so zu diesem Finish zu bekommen? Also was habe ich dann da wirklich auch bearbeitet? Und ich hoffe natürlich, dass dir das genauso viel Spaß macht wie mir. Ich habe halt nicht immer die Kamera dabei, wenn ich fotografieren bin, aber ich kann zumindest im Nachhinein darüber sprechen. Und heute möchte ich mit einem Bild anfangen aus Dubai, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich war ja letzte Woche auf meinem Dubai-Workshop, hatte da insgesamt 4 Teilnehmer mit dabei, war eine schöne kleine Gruppe und wir konnten da wirklich one-on-one miteinander kommunizieren und ich konnte den Leuten über die Schulter gucken, Tipps geben und so weiter. Das war richtig cool. Also wenn du da auch mal Interesse dran hast an einem Workshop mit mir, dann schau auf jeden Fall auf stefanschäfer-store.de. Da kommen nämlich bald die Workshop-Termine für 2018. Jetzt lass uns mit dem Video starten und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, lass uns mal hier direkt auf das Foto schauen, was ich hier in Dubai gemacht habe. Das ist entstanden auf einer Rooftop-Bar, die ist übrigens frei zugänglich. Also mal kleiner Tipp, auch wenn du jetzt nicht einen Workshop bei mir buchst, dann möchte ich dir trotzdem einen Location-Tipp geben. Das ist hier nämlich das Four Points bei Sheraton Hotel. Die haben oben eine Terrasse, wo man hingehen kann und da kann man, das ist eine Bar, da kann man dann essen, trinken und so weiter. Es ist allerdings nicht gestattet, dort Stative aufzubauen. Dafür braucht man eine Sondergenehmigung. Die hatte ich aber für meinen Workshop. Von daher hatte ich hier das Glück, wirklich vom Stativ aus zu fotografieren. Das war alles safe, war alles cool. Und das war natürlich dann extrem stark. Ansonsten, aus der Hand fotografieren ist kein Problem. Und dann hat man genau diese Sicht hier auf die Sheikh Zayed Road. Das ist die 12-spurige Autobahn in Dubai. Mega pompös, also das ist extrem cool. Und extrem beeindruckend. Man sieht hier im Hintergrund sogar den Burj Khalifa. Das ist das höchste Gebäude der Welt. Ist natürlich jetzt hier im Vergleich nicht so groß wie diese Gebäude hier im Vordergrund. Sieht nicht so groß aus, aber tatsächlich mit 828 Metern. Ups, das größte Gebäude der Welt. Und ich habe das Ganze hier zur blauen Stunde gemacht. Also das war wirklich der perfekte Moment. Ich habe hier also wirklich den Moment abgepasst, wo Himmel und Stadt von der Belichtung her komplett ausbalanciert waren und das ist extrem cool, weil ich dafür nicht mal eine Bracketing-Reihe schießen musste, sondern ich habe wirklich nur Einzelbilder gemacht. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, das Ganze ist ein Panorama. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich so, Panorama, ist das doch Hochkant? Ja, es ist ein Hochkant-Panorama oder ein Vertical-Panorama, wie man es auch so schön auf Englisch sagt. Das sind insgesamt 5 Bilder, die im Querformat geschossen worden sind. Ich kann sie dir mal ganz kurz zeigen, ja, von oben nach unten sind das hier 5 Bilder und das letzte ist das hier. Und jetzt guckst du dir vielleicht so die Bilder an und fragst dich auch so ein bisschen, wie hat er es geschafft, nach unten zu fotografieren und dann auch immer noch diese Linien, diese vertikalen Linien, dass die nicht stürzen. Weil normalerweise, wenn du die Kamera runterschwenkst, dann hast du stürzende Linien. In dem Fall hatte ich ein Tilt-Shift-Objektiv auf der Kamera. Das ist extrem cool. Falls ihr das noch nicht sagt, ein Tilt-Shift-Objektiv dient dazu, dass du die Kamera immer komplett gerade lassen kannst, also dass die vertikalen Linien immer komplett gerade sind. Und dann kannst du am Objektiv den Bildausschnitt shiften. Also man kann das Objektiv nach unten oder nach oben shiften und dadurch bekommt man einen anderen Bildausschnitt. Ja, also ich kann jetzt, das ist jetzt hier, das wäre jetzt so hier die Sicht, wenn ich ein normales Objektiv gehabt hätte und die Kamera gerade ausgerichtet hätte. Und wenn ich dann weiter nach oben gegangen wäre, dann hätte ich die Kamera nach oben gekippt und dann hätten wir jetzt hier stürzende Linien bekommen. In dem Fall ist das halt nicht so, weil ich am Objektiv shiften kann. Das ist extrem cool. Und so habe ich hier insgesamt 5 Aufnahmen gemacht. Tilt-Shift-Objektive, wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann werde ich dazu auf jeden Fall auch nochmal ein eigenes Video erstellen. Post es mir einfach mal unten in die Kommentare. Nur so viel sei gesagt, es ist sehr teuer. Also wenn man sich ein Tilt-Shift-Objektiv kauft, ist es sehr, sehr teuer. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich so ein Tilt-Shift-Objektiv einfach mal zu leihen. Und viele Kamerahersteller sagen ja auch, man kann sich sowas mal für ein paar Tage kostenlos sogar leihen. Also da einfach mal anfragen bei euren Herstellern, ob das möglich ist, so ein Objektiv mal zu testen.
Und dann hat man auch die Möglichkeit, das Ganze mal, wenn man eine coole Location hat, mal auszuprobieren, ohne gleich viel Geld auszugeben. Also da kannst du dich einfach mal ein bisschen mit beschäftigen. Und wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen möchtest, einfach unten in die Kommentare damit. Ich habe, wie gesagt, jetzt insgesamt 5 Bilder hier gemacht. Und ich zeige dir mal ganz kurz hier auch meine Kameraeinstellung. Also das ist jetzt hier das fertige Endergebnis. Ich habe bei ISO 80 fotografiert mit meiner Nikon D850. Und hatte jetzt hier das Tilt-Shift-Objektiv drauf, das hat 19 mm, ja, das ist also nicht ganz so weit. Ich habe ja auch 14 mm, aber es ist jetzt nicht ganz so weit, aber dadurch, dass ich diesen Bildausschnitt verschieben kann, hat man da wieder alle Möglichkeiten. Blende 8, ganz wichtig, habe ich eigentlich immer, weil das die beste Abbildungsqualität des Objektivs liefert. Und ich hatte 8 Sekunden belichtet. Ja, in der Situation hier richtig cool, weil in diesen 8 Sekunden haben wir hier schöne Lichtstreifen auch von den Autos hier bekommen. Und das sieht doch richtig cool aus. So, ich möchte jetzt natürlich auch noch mal ganz kurz über die Komposition reden. Also wir haben jetzt hier die Shaik Side Road, die natürlich vom unteren Bildrand hier in den Bildmittelpunkt läuft und damit eine extrem coole führende Linie bildet. Und man lenkt diesen Betrachter natürlich dann auch mit dem Blick von unten hier in die Bildmitte rein, wo dann hier auch die ganze Skyline zu sehen ist, unter anderem auch der Burj Khalifa. Hier haben wir natürlich auch noch den schönen Sonnenuntergang im Hintergrund. Ja, also wir haben ein paar Wolken sogar in Dubai gehabt, ist sehr, sehr selten. Von daher hat da wirklich alles gestimmt. Und diesen Bildausschnitt, den kann ich eigentlich auch wirklich nur erreichen mit diesem Tilt-Shift-Objektiv, weil mit normalen Objektiven kann man das Ganze natürlich auch hochkant fotografieren, mit 14 mm zum Beispiel. Aber man würde niemals das alles drauf bekommen. Gerade dieses Gebäude hier auf der linken Seite bekommt man so mit einem normalen Objektiv nicht drauf. Nicht ohne, dass man hier unten auch wieder die Kante von dem eigenen Gebäude hätte, wo man draufstehen würde. Das funktioniert wirklich nur mit einem Tilt-Shift-Objektiv. Von daher, meine Empfehlung, probier es doch einfach mal aus, leist dir mal und dann schau, ob es dir gefällt. Was mich so ein bisschen stört an dem Ganzen hier, ich habe es leider nicht geschafft, die Gebäudespitze hier komplett drauf zu bekommen. Da war das Tilt-Shift dann leider am Ende seiner Funktion. Weiter nach oben ging es nicht. Aber ja, das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Aber so insgesamt gefällt mir das Bild doch schon sehr, sehr gut, weil es ein Bildausschnitt ist, den so fast kein Fotograf bisher geschossen hat. Also es gibt viele Fotografen, die von dieser Position aus Bilder gemacht haben. Aber mit diesem Bildausschnitt ist es doch relativ selten. Ich möchte noch ganz kurz was zur Bearbeitung in Lightroom sagen. Also ich gehe jetzt hier mal ganz kurz auf das Entwickeln-Modul. Ich habe hier echt nicht viel gemacht, sondern ich bin wirklich nur kurz in die Grundeinstellung gegangen, habe hier die Lichter ein bisschen abgedunkelt und die Tiefen ein bisschen aufgehellt und das Bild ein bisschen nachgeschärft. Ansonsten ist hier nichts passiert. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wenn ich hier auf Zurücksetzen klicke, so sah das Bild in der RAW-Datei aus und so sah es jetzt danach aus, nachdem ich diese beiden Regler hier bewegt habe. Also da ist wirklich kaum was passiert. Ansonsten, wie gesagt, habe ich in der Detailspalette hier das Ganze noch ein bisschen nachgeschärft und viel mehr ist nicht passiert. Ich konnte nicht mal die Profilkorrekturen oder Objektivkorrekturen hier aktivieren, weil das Tilt-Shift-Objektiv dafür kein Profil hat in Lightroom. Es liegt einfach auch ein bisschen an der Mechanik von dem Tilt-Shift, dass die Vignettierung, je nachdem wie man es einstellt, immer ein bisschen anders ist. Von daher kann man da nicht wirklich ein Profil für erstellen und man muss das Ganze so ein bisschen manuell handhaben. Zeige ich dir jetzt aber gleich in Photoshop, wie wir damit umgehen. Ja, wie viel mehr war das nicht. Also in Lightroom tatsächlich, du siehst, ich habe das Bild nicht großartig bearbeitet. Es ist einfach so direkt fotografiert worden. Ich werde jetzt hier mal alle 5 Bilder anwählen, die ich jetzt dafür brauche, um dieses Vertikalpanorama zu erstellen. Und mache jetzt hier mal einen Rechtsklick drauf, bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. So, in Photoshop angekommen haben wir jetzt hier diese 5 Ebenen übereinander gelegt und ich möchte jetzt daraus ein Vertical Panorama machen. Dafür wähle ich jetzt hier wieder alle Ebenen an, mit gedrückter Shift-Taste, gehe dann auf Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten. Lass das Ganze hier jetzt hier auf Auto und klick einmal auf OK. So, was jetzt passiert, Photoshop guckt jetzt, wo die entsprechenden Kanten sind und macht das Bild dann quasi zu einem Panorama, so dass die wirklich pixelgenau übereinander liegen. Das kann man theoretisch auch bei so einem Tilt-Shift-Objektiv manuell machen, weil das Bild ja nicht verzerrt werden muss. Diese Linien sind ja schon komplett gerade und dadurch werden diese Bilder auch überhaupt nicht verzerrt in Photoshop, sondern die werden einfach so übereinander gelegt. Ich lasse es jetzt gerne einfach von Photoshop machen, weil es ist einfach ein bisschen bequemer. Aber theoretisch kannst du auch einfach die Ebenen selber nehmen und so übereinander legen. So, jetzt ist Photoshop fertig und wir haben hier ein Vertical Panorama. Das ist doch schon richtig cool. Ich zoome mal ein bisschen weiter raus. So sieht das Ganze jetzt hier aus vom Bildausschnitt. Und was jetzt auffällt, wir haben jetzt hier noch so Kanten drin. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass wir die Profilkorrektur nicht aktivieren können. Und dementsprechend haben wir natürlich so eine leichte Vignettierung hier drin. Und das sieht man halt an den Rändern. Aber
Kein Problem, das können wir ganz einfach beheben und ich zeige dir jetzt auch mal wie. Ich werde jetzt hier mal die oberste Ebene anwählen und wenn ich jetzt hier die mal ein- und ausmache, dann siehst du auch schon hier diese Kante, das ist das Problem. Das können wir aber ganz einfach umgehen mit einer Ebenenmaske. Und ich werde jetzt hier einfach mal diese oberste Ebene, wie gesagt, ist aktiviert, dann drücke ich hier einmal auf diesen Button, damit erstelle ich eine Ebenenmaske. Die ist jetzt erstmal komplett weiß. Komplett weiße Ebenenmaske bedeutet, alles ist sichtbar. Mit Schwarz können wir Sachen unsichtbar machen. Und ich achte jetzt hier drauf, dass meine Vordergrundfarbe weiß ist, die Hintergrundfarbe ist schwarz. Nehme dann jetzt hier ein Verlaufswerkzeug, wo der Verlauf von weiß nach schwarz geht. Klicke jetzt hier einmal auf OK. Und dann ziehe ich jetzt hier einen kurzen Verlauf am unteren Rand dieser Ebene von weiß nach schwarz. Ja, das bedeutet, dass hier die untere Kante dann mit schwarz gefüllt ist. Das heißt, diese wird nicht mehr angezeigt und wird dann überblendet von der Ebene darunter. Und dadurch bekommen wir hier einen perfekten Übergang und das Ganze ist überhaupt nicht mehr sichtbar. Und genauso machen wir das jetzt hier für alle Ebenen. Ich klicke jetzt hier die nächste Ebene an, schaue jetzt hier, wo die entsprechende Kante ist. Die ist hier unten, hier ist diese Kante. Ich werde jetzt hier auch wieder eine Ebenenmaske erstellen. Das Verlaufswerkzeug ist noch aktiviert. Und auch hier gibt es wieder einen Verlauf und das Ganze ist dadurch dann wirklich unsichtbar geworden. Das Gleiche machen wir wieder für die nächste Ebene. Da ist die Kante hier unten. Auch hier wird wieder eine Ebenenmaske erstellt. Mit dem Verlaufswerkzeug einmal kurz drüber gegangen. Und wir haben einen perfekten Übergang. Sehr schön. Jetzt müssen wir es noch einmal machen. Hier sehen wir auch schon wieder den Übergang. Wieder eine Ebenenmaske erstellen. Ganz wichtig ist immer, dass die entsprechende Ebene dabei aktiviert ist. Dass ihr auch der richtigen Ebene die Ebenenmaske gebt. Und dann hier den Verlaufswerkzeug einmal rüber. Und wir haben ein perfektes Bild, wo man keine Übergänge mehr sieht. Das war es eigentlich schon. Ich habe jetzt alles nochmal dann auf eine Ebene reduziert und noch so ein bisschen Kontrast hinzugefügt. Aber ansonsten ist genau dieses Bild so, wie ich es erstellt habe. Also du siehst, ich habe eigentlich in der Nachbearbeitung nicht wirklich was gemacht, außer die Bilder zusammenzufügen. Mit Shift, Alt, Command und E bringe ich jetzt alles noch auf eine neue Ebene. Und ich werde jetzt hier noch ganz kurz den Bildausschnitt so ein ganz bisschen ändern, denn mich stört hier unten dieses Licht. Ja, das hat mich so ein bisschen gestört und auch dieses Licht, das ist ein bisschen hell. Das will ich einfach noch rausnehmen. Ohne natürlich aber das Gebäude hier unten anzuschneiden. Ja, also es passt genau so. Nehme ich noch raus und dann ist das Bild auch vom Bildausschnitt her perfekt. Und das war's eigentlich. So ist dieses Bild entstanden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest da so ein bisschen was rausziehen. Und wenn dem so ist, kannst du gerne auf Gefällt mir klicken. Und natürlich, wenn du Fragen hast, auch unter dem Video kommentieren. Ich hoffe natürlich, dir hat es so sehr gefallen, dass du auch weitere Episoden von dieser Serie sehen willst, wie ich entsprechende Bilder erstellt habe, wie so mein Gedankengang dabei ist, was ich dabei gedacht habe. Und wenn dem so ist, schreib es auch gerne unten in die Kommentare. Wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall auch den Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.